So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play WWE 2K14 in New Era hier an diesem wunderschönen Donnerstag. Wir starten mit einem Match zwischen CM Punk und ich glaube, sein Gegner müsste Brutus Clay sein. Kleiner Breakdown, was beim letzten Mal passiert ist. Wir sind bei der letzten SmackDown-Ausgabe vor SummerSlam. Wir haben angefangen mit Paul Bearer, der auf einmal ankündigt, dass er Kane zurück in sein Grab holen möchte. Und wie es scheint, wird es dann Kane vs. Taker geben beim SummerSlam für die World Heavyweight Championship, weil Taker ja immer noch verschollen ist. Aber noch mal sehen, was das wird. Hatten ein Match mit Randy Orton gegen The Rio, was wir gewonnen haben. Dann haben wir mit The Shield gegen Cobro und also Santino Marella und Zack Ryder und dann auch noch Kofi Kingston. Ich habe den Satz einfach vergessen. Auf jeden Fall haben wir gewonnen mit Shield gegen die. Und dann haben wir noch eine Promo gehört von Ambrose und hat nochmal John Cena und hat nochmal daran erinnert, dass ja am Sonntag beim SummerSlam die große Überraschung kommt, die sie schon seit Wochen angekündigt haben. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was das sein wird. Mal sehen, was The Shield da so in der Hinterhand hat oder so. Auf jeden Fall machen wir erstmal das Match hier. Schnell eben zu Ende bringen gegen den Brutus Clay. Mittlerweile auch entlassen worden. Der hat vor kurzem ein Shoot-Interview gegeben mit RF Video. Ist aber noch nicht veröffentlicht worden. Ich habe bloß auch Bildausschnitte davon gesehen. Vielleicht höre ich mir das mal an. Mal sehen, was er so zu sagen hat. Brutus Clay war ja früher der Bodyguard von Snoop Dogg. Hat er auch schon in Interviews des Öfteren mal erwähnt. Na, hör auf hier. Komm. Hier mit dem Front Face Lock und der Neckbreaker hinterher. Typische Van Sock-Kombination. Geben wir mal die Seile. Haben wir die Springboard-Aktion. Jawohl, er müsste Dropkick. Sitzt sogar. Finisher kriegen wir anscheinend ziemlich schnell. So, auf. Badam, badam, badam. Nein. Hast gedacht, was? So, zack. Schöner Frankensteiner. Wie sieht das gehört? Tritt hinterher, mal ein Bodengrapple, sitzt ebenfalls hier die Martial Arts Elbow Strikes. So heißt der Move ungefähr, glaube ich, in den in Create a Moveset Modus. Ich komme angelaufen, Shining Wizard! Immer, achso, die Wohnung ist ja aus, ich vergesse das immer wieder. So, kommen wir mal hoch und vielleicht ist das schon das Ende. Dann haben wir ein schönes Squash-Match hier abgeliefert. Ein bisschen gehen und jetzt kommt der GTS, der Go to Sleep. Bada! Boom! Kerwe hinterher! Schiri zähl! 1, 2, komm, ich muss das Ende sein. Oh! Noch nicht? Wie sieht es denn aus mit dem Schaden? Er ist orange am Kopf. Wie machen wir das denn? Eine Seile und Crossbody. Sehr nice gemacht von mir, ich weiß. Machen wir mal hier so. Backdrop. Vielleicht das zum Sieg. Ah ne, wir haben gleich einen Finisher wieder. Passt ja. Machen wir einfach nochmal ein GTS. Und zwar schön realistisch, katapultenmäßig. Ne. Wir haben eine Nachricht erhalten. Ne, will ich jetzt nicht angucken. Ah, hat sogar geklappt mit Content. So, einmal bitte skippen. Ah, oh, mies. In der Musik natürlich wie immer von Shira Day, eure Lieblingsband. Na, wenn ihr meine Videos verfolgt, dann habt ihr eigentlich gar keine andere Wahl mehr, als dass es eure Lieblingsband ist, oder? Weiß man gar nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare posten, wie ihr Shira so findet. Link ganz unten in der Videobeschreibung, ich sag's immer wieder. Bada boom! Go to sleep, mein lieber Brutus Clay. Kannst deine Mutti anrufen, ne? Und 3. Schön. CM Punk ist Intercontinental Champion, ne? Haben wir am Anfang der Episode gesehen beim Entrance. Und ich glaube, der muss seine Championship gegen Orton verteidigen. War das so? Weil der mal eine Battle Royale gewonnen hatte. Irgendwie so habe ich da was im Hinterkopf. Na, werden wir sehen. Viele Matches können ja nicht mal sein hier. Ich glaube, in dieser Episode fangen wir sogar schon mit dem SummerSlam an. Dann hätten wir den dritten Monat von der New Era fertig. Randy, I respect you and look forward to our match, sage ich ja. But you need to know that I will not hold back at all. Neither should you. We'll put up a great fight. May the best man win. Now that's sportsmanship. Sportsmanship. Ja, CM Punk hier mit einer fairen Ansage. Der beste Mann soll gewinnen. Oder der bessere soll gewinnen. So, mal sehen. It's the Big Red Monster!
Ich habe euch einmal von der Episode von Kane erzählt, der noch nach Taker sucht. Woohoo, answer, Paul Bearer's Challenge. Achso, muss er noch herausfordern? Quatsch, muss er noch annehmen, die Herausforderung. Das Title-Match gegen seinen Bruder. Beim SummerSlam. Alles andere wäre ja ein bisschen doof, wenn er es nicht machen würde und so, ne? Along here and to myself. I am Paul. You're wrong. I am the best. Not my brother. He cannot defeat me, and yes, I accept your challenge. He will regain my holy grail and finish off my lazy, good-for-nothing brother. Oh Gott! Oh! Undertaker! Da ist er! Undertaker is here! Jay wants nothing to do with him! You bastard! I should have let you burn in that fire! You ungrateful beast! 2 days! I'll put you to rest in a casket. Stimmt ja, casket match! You will rest in peace. Du wirst in Frieden ruhen. In Frieden ruhen. Und das war's mit der letzten SmackDown-Ausgabe vor SummerSlam. Gehen wir direkt über zu SummerSlam. Ne? Los geht's! Firework Action. Fireworks. Pyro. Leah Brown Eyes. Oha, Niederlage durch DQ ist unsere Matchbedingung. Unser United States Championship Match gegen Cena. Da machen wir uns ja wirklich ganz schön einfach. Nur sollen wir recht sein. Nee, Cena Entrance brauchen wir uns nicht angucken. The following contest is for the United States Championship. Mein Tipp war ja bei Battleground, Spoiler für Battleground, dass Sheamus sich den Titel holt, Intercontinental Title, und dann vereinigt. Das war ja mein Tipp, aber doch, dann hat er Mist gewonnen. Tut mir leid. So, dann können wir das Match ja eigentlich gleich zu Ende bringen, holen uns einfach ein Stühlchen und dann haben wir das auch erledigt, oder was? Hätten wir das erledigt. So, auf geht er. Da ist er und... Ah, der lässt mich gar nicht. Wahrscheinlich ist das die Herausforderung, überhaupt einen Move durchzubekommen gegen Cena. Ringrichter! Ich kann auch einfach... Ach, danke. So, gewonnen. Jeweils die Matchbedingungen, ne? Stand Niederlage durch die Q. Wir haben Ambrose gespielt und das war unsere Matchbedingung. Brauchst du jetzt nicht beschweren. Das war alles so geplant. Oder sollte Cena jetzt verlieren? Ich glaube, es war richtig, jawohl. Jetzt geht's schon weiter. Wir sollen mit dem beliebigen Team 2 gewinnen. Geht es jetzt um die Tag Team Championships zwischen Shield und. Weiß ich nicht mehr. Achso, Rose Scarlet, genau. Dort müssen wir wirklich mit der Shield gewinnen und retain. Kriegen wir hin, oder? Interessante Story. Controller. Aufnahmezeitpunkt 21.07.2014, 18.41 Uhr. Jetzt ist die Ambrose auch wieder gleich draußen, um uns zu unterstützen, oder weshalb? So, wird wohl nichts, was? Schöner Neckbreaker. So, auf geht er. Danke, Reigns. So ein Two-on-Two-Match sollte noch hingehen. Dazu unser Backup-Plan. There is always a plan B. Mit Ambrose, der uns hilft, falls wir mal in einer brenzlichen Pin-Situation gelangen. Ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. So, auf geht's. Das ist schon gelb. Geht schnell voran. Schnell voran geht das hier. Herr Kopp! Oh, da ich ein bisschen zu spät gekommen. Das ist nicht zu früh, meine ich. Wieder zu früh. So, lass ihn nicht vorher rausschicken, wäre ein bisschen suboptimal.
So, auf geht's, Double Team Aktion. Na, die wird nicht. Kommt jetzt wieder zurück. So, nochmal probieren. Und jetzt. Attack! Der Wechsel! Nennt es wie ihr wollt. Nennt es wie ihr wollt. Schöne Manhattan Drop Boot. Manhattan Drop und Big Boot Combo. Von Franz initiiert. Nein. Will er wirklich Tag machen? Geht er tanken? Ne, darf. Einmal kommt er. Ich darf auch nochmal taunten. Haben wir ja gleich sogar Finisher schon fertig. Wenn wir Glück haben, reicht es sogar zum Sieg. Wenn er nicht taggt. Boah, das könnte wirklich klappen. Leute, was geht denn ab heute? Wir gehen ab. Bis jetzt läuft das ganz gut. Reigns ist zur Stelle. Wir haben mal einen Pin nach dieser Clothesline. Reicht aber noch nicht. So. Jetzt müsste ich bloß hoffen, dass er nicht taggt. Dann mache ich einfach den Spear. Ach fuck, oh, das liegt gerade. So, zack. Das sollte jetzt klappen, so wie ich mir vorstelle, ne? 1, 2, 3. Tatsache. Schönes, schnelles Match. Und ich denke, ich bin dem Shield gerecht geworden, oder? Was meint ihr? Dödöd. Wow. Ja, haben wir das auch erledigt. Haben wir schon 2 Matches fertig. Jetzt nächstes steht das Divas Championship Match an. Und wir sollen mit Leader retain. Meinetwegen. Machen wir auch noch in dieser Episode schnell, ne? Oder was meint ihr? Gegen die gute AJ. Oder sagen, was kommt denn jetzt? Und wie viele Matches haben wir jetzt schon erledigt? 3? 3 Stück schon, ne, in dieser Episode. Jetzt haben wir schon eine 4. Neuer Rekord? Und ich glaube, Rekord war 5, oder? Bin mir nicht mehr sicher. You still got it, wer? Leader? Hat's nie verloren. Oder gab noch nie Zweifel, oder was? So, Groggy Grapple sollte nicht funktionieren. Der anderen Seite ebenso nicht. Hang on. Jetzt muss ich wenigstens nicht darauf achten, dass sie taggt oder so. Ist ja hier nicht der Fall. Solange nicht der Ringrichter unerwartet mitmacht. Extreme Leg Drop. Okay. Ein bisschen behindert sieht das schon aus. Die Animation. Nichts gegen Behinderte, ich sag's immer wieder. Bedeutung von Wörtern ist nicht mehr das, was sie mal waren. Im täglichen Sprachgebrauch jedenfalls. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auch wenn ich Spacko oder so sage, meine ich nicht irgendwelche Spastiker. Also jetzt echte Spastiker. Sondern Spacko ist ja mittlerweile Synonym für Trottel oder so. Kann man so oder so sehen. Ich finde, solange man nichts Schlimmes meint, ist halt okay. Ist halt alles Ansichtssache, ne? Und wenn dann alles jetzt gut geht, haben wir wirklich gleich das nächste Match gewonnen. So. Komm her. Einmal in den Liter DDG. Und dann der Moonsault hinter. Ach fuck. Kreis war ja Pin, ne? Ich wollte ja ziehen. Haben wir hier irgendwas. Ja, okay. Das ist auch okay. Nicht so ganz gut, wie ich finde. Für den schönen Moonsault mit Cover hinterher und sie konntet. Oh nö. Was hat sie jetzt Finisher? Black Widow und Shining Wizard, ne? Beide vorm Gegner. Okay, ich probiere mein Bestes. Sie dreht mich um. Wie kommt er, ne? Fuck. Sie macht einen auf Finisher klauen. Was geht nur ab hier? Komm hier wohl raus. Jawohl. Hey, das haben wir nicht gedacht. Das ist jetzt das spannendste Match hier in dieser Ausgabe. Dass die CPU mal Finisher kontert, ist nicht so oft bei New Era passiert. Oder was meint ihr?
Ah, dieser Diving-Move wieder, ne? Da haben wir das. Da haben wir den Troublemaker. Und just a Troubleseeker. So. Alles klar. Hau drauf. Und dann gehen wir direkt zum Finisher über. Machen wir mal das gleiche, was sie auch mit uns gemacht hat. Jawohl, Twist of Fate! Wie sich das gehört, ins Cover. Und das ist der Sieg für die gute Lieder. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann am Sonntag wieder bei einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWE 2K14 in New Era. Bis dann, euer Franz. Euer Franz sagt, Daumen hoch für cool, Airblock aus und haut rein.